Jetzt kann ich auch nachher alles zusammen kann, dann können wir auch jetzt nur im Ja. weitermachen, oder nicht? Wir können jetzt erstmal so lange aufnehmen, bis die Demo zu Ende Ja. sind. Schneidest du einfach. Die Pikmin waren wirklich eine große Hilfe. Oh ja, sie scheinen uns freundlich gesinnt zu sein und obendrein intelligent und niedlich. Sie wären uns bei der Suche nach Nahrung sicher eine große Hilfe. Wir müssen unbedingt. Ja, ich weiß. Der Überlichtschlüssel. Ohne ihn können wir nicht zurückkehren. Also, was ich meinte war, wir müssen doch den Käpt'n retten. Ah, richtig, den Captain. Unbedingt, wie konnte ich den vergessen? Tja. Dieses Signal, was könnte das sein? Du musst Captain sein, schnell, wir müssen ihn retten. Ja, das sollten wir tun. Am Ende behält er die ganzen Früchte noch für sich. Sie ist ganz schön, ja. Bisschen bitchy? Bisschen. Oder einfach ein bisschen, keine Ahnung. Kannst du mir vielleicht doch mal das Trinken geben? Leute, wir müssen leider doch mal, wir haben nicht damit Ja. gerechnet gehabt, dass es doch so lang geht. Eine kleine Einfach gleich schon Kurztrinkpause. drei. Ah. War schon, dass die Früchte liegen bleiben. Ja. Können wir auch schon mal Pigments. Nee, so viel wollte ich gar nicht. So, ich Ich habe dann brauch 50. noch Du welche. kannst ja auch 50 nehmen. Ich habe dir genauso viele Steinpigmente da gelassen, wie ich hatte. So, und dann Restrote noch. Da hast du genauso viele wie ich. Supi, jetzt muss ich nur mal gucken, wo war der Weg nochmal. Da war die So, wo war jetzt Steinbrücke. nochmal die Wand? Ach, Ich ich finde ja glaube, ich. schön, dass die Brücken und so, das ist auch auf der Karte. War das Ja. auch schon markiert auf der Karte? Nee, glaube ich nicht. Komm mal mit. Wo die Brücken sind. Zumindest war die noch nicht farbig markiert. Ich warte jetzt mal kurz, wir brauchen oben bei den Steinpicken noch ein paar. Ja. Ist hier noch was? Nee, da ist nichts. Hier ist aber noch. Meine Pigments sind schon voll. Hier ist noch Dings. Sehr schön. Nektar. Wo war noch was? Komm mit. Geh mal da durch. Da sind wir Eier für Nektar. Da kannst du hast ein paar Ja. Blatt-Pigments. Ich gehe mal schon mal So. zur Wand und mach die Dann tue kaputt. ich hier schon mal noch mal ein paar Steinpigments farmen. Ich habe jetzt schon wieder die Orientierungssinn verloren gehabt. Wo ist die scheiß blaue Brücke nochmal gewesen? Schon mal die Wand zum kaputt machen vor allem. Es war bei über eine blaue Brücke bin ich da, über die blaue Brücke bin ich da gelaufen. Ah, da ist sie. Ich sehe sie gerade schon. Sehr schön. Also Leute, ganz im Ernst, ich bin positive Dinge, dass das echt ein super Together-Projekt wird von Dino und mir. So, ihr Roten, macht mal ein bisschen ran. Ups. Du kannst natürlich auch welche wieder zurückpacken. Also. Wir haben doch Dinger welche gefragt. Müssten jetzt nicht welche eigentlich gepflanzt werden? Nicht, wenn das Feld voll ist. Ach ja. Dann gehen die automatisch rein in Hab der ich nur Zwiebel. vergessen. Trotzdem brauchen wir noch ein paar Steinpicken. So. Super. Gut, Weg ist frei. Kannst du gleich nachkommen. Wo ist das? Muss ich lang? Die blaue jetzt oder was? Ja, über die blaue Brücke einfach rüber. Kannst als Wegpunkt nehmen. Hier drüben. Ich glaube, sonst kommen wir da noch nicht irgendwo hin. Dann gehen wir einfach mal darüber. Lauf, 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 lauf. Na, sowas. Hier sind auch Aufzeichnungen. Wie viele Tage mögen seit der Landung auf diesem Planet vergangen sein? Ob Familie auf Hokotate wohl auf ist? Ich muss unbedingt den Mitbringsel für meinen Sohn finden und diesmal bewahre ich es sorgfältiger auf, damit es mir nicht wieder aus der Tasche fällt. Captain Olimar. Der Planet Hokotate? Das ist gar nicht so weit von Koppa entfernt. Ich weiß nur, dass sie dort Gemüse essen und immer irgendwelche Schätze hinterherjagen. Suchen sie etwa nach Schätzen? Dieser Olimar scheint ein Familienmensch zu sein. Stimmt, das war ja noch ganz irgendwie Prolog oder so mit Olimar und Dings. Ich glaube, das war Wie war der von. Da gab es auch noch einen zweiten Charakter, bei den ersten hieß der nochmal. Lumi. Lumi oder so. Ich glaube, Lumi Louis, hieß ja, es. Louis war es. Louis, ja, Lumi war das Meerschweinchen. Egal. Hier war, glaube ich, Louis. Hopp, 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 hopp. Wieder zwei Stück. Schön sieht's hier aus. Hallo?
Ich habe kein gutes Gefühl und du kommst rein. Ach, das Vieh. Ein gigantischer Silberfisch. War der Boss nicht irgendwie total kacke? Ich habe ihn zum Glück noch im Kopf. Steinpigments müssen drauf gedollt werden. Da kommt der. Da, sein Panzer besteht aus Kristall. Also Steinpigment vor. Und dein Panzer ist ja angreifbar. Okay, also sieht so aus, mit Steinpigments erst alles kaputt machen und mit dem roten dann angreifen. Huch, er haut ab. Ich hoffe, ich hau dir gerade die ganze Pigment weg. Mensch, bleib doch mal stehen, du Dover! Jetzt musst du dein Pigment aufmischen. Oh, nein! Alle Latsch, trink mal mein Pigment drüber! Hört doch auf, die Pilze anzugreifen, seid ihr blöd? Jetzt haut er ab. Ich muss immer gucken, wo bei mir mit der Kamera. Mhm. Aber der ist schon zur Hälfte down, das ist gut. Nur der haut immer ab, ey. Das ist voll Angsthase, ey. Wenn der hier auf YouTube muss, ja achten, was ich sage. Ja, oh, den haben wir gleich. Jetzt zwei gehen natürlich Boss auch ein bisschen schneller, ne? Ja. Wie, wo ist er hin? Ja. Oh. Oh Gott, er stirbt. Ah! Ah! Hier, nimm das! Das mehr, allein hast du länger gebraucht, ne? Ja, viel länger. Wie auch immer er so ein altes Nokia-Phone verschluckt hat. Und eine Drachenfrucht. Die Zunge sieht ja voll eklig aus. Sieht aus, als wäre das voll Blut oder so. Ja. Dieses Gerät hat also das Signal ausgesendet. Aber wo ist der Captain? Wir sollen das Gerät zu Drake bringen und analysieren lassen. Kann uns sicher noch nützlich sein. Wow, wir waren gut, Mausi. Mhm. Panzerknacker. Besiegen Panzerfüßler im Abenteurer. Ja, super. Warum habe ich keine Pigment? Was soll das denn? Wo sind deine denn? Ich habe dort nicht. Also, ich habe die wie aus dem Grund auch alle. Ja, das tun wir ja alle. Ich habe gar keine. Ja, toll. Brauche ich vielleicht auch mal noch ein paar. Huch. Halt! Ja gut, das sind die Steinpigments, die transportieren den ab. Ja, die Probe brauchen wir vielleicht auch mal noch. Nur ich backe schon. Warum habe ich jetzt keine Pigments? Keine Ahnung! Ich bin Cutscene dran oder was? Das ist ja auch schön. Ich kann doch hier nicht ohne Pigment rumrennen. So. Da stehen noch welche. Hui! Aber ich muss sagen, wir beide waren echt ein gutes Team. Wir haben den zu zweit echt super weggekriegt. Eigentlich rein theoretisch können wir uns auch den Schwermodus versuchen, wenn das so weitergeht. Sonst haben wir überhaupt welche verloren? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß, damals habe ich, als ich es alleine gemacht habe, habe ich da schon ein paar Tote gehabt, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir welche verloren haben. Ich schmeiß mal noch ein paar ran, damit es ein bisschen schneller geht. Hallo, einer bitte noch. Irgendwie kommt die alle da nicht dran gerade. Was, wenn ich da 20 dran steht? Ich habe jetzt aber keinen zurückgelassen, oder? Nee, komm nicht. Das Vieh ist aber auch riesig, ey. Wieso können denn da jetzt, sie müssen da trotzdem 20 tragen können, oder nicht? Die Frucht. Wieso wollen die nicht? Weiß ich nicht. Was ist denn da? Achso, da kommen die mit der Frucht, oder was? Ja. Ja. Jetzt. Berg geborgen. Wahrscheinlich ist Nokia ist angekommen. Willkommen, Nachricht von Drake. Geborgenes Objekt wird analysiert. Objekt identifiziert. Kommunikationsterminal einer Kultur dieses Planeten. Zur Umsetzung unbekannt. Signal wird noch ausgestrahlt. Wenn ich das mit dem System der Drake verbinde, könnte ich unsere Reichweite vergrößern. Ich werde mich heute Abend gleich einen Einbau machen. Alter, was zur Hölle? Stup!
Ich würde sagen, die restlichen Pigments, die hier rumstehen, kannst du sonst gerne haben. Da stehen ja welche rum. Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo lang. Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Stehen denn welche rum? So, die halt. Ach, die jetzt sind nicht mehr auf mein Spiel jetzt zugelaufen. Hier, ich lasse mein paar da stehen. Ach, ihr doch nicht, ihr Deppen. Ja, es ist manchmal so. Ich schaue mich nochmal um. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir noch lang gehen könnten. So, Bolzini war ja hier. Was soll ich mich fokussieren? Würde die Schmetterling oder was? Keine Ahnung, ich glaube, die Schmetterlinge kann man auch kletten. Der arme Schmetterling, ey. Ja. Was verstehst denn du hier so alleine in der Gegend rum? Wir wollten mal ein bisschen unter sich sein. Gut, da kommen wir auch noch nicht hin. Das können wir nämlich nicht machen. Ich kann da jetzt ein Pigment gegenwerfen, aber Strom tut dir nicht gut. Nee. Können wir jetzt hier überhaupt noch irgendwo was machen? Das ist jetzt gerade die Frage aller Fragen. Ich laufe ja auch gerade ein bisschen planlos in die Gegend rum und suche gerade irgendwie was. Hier kommen wir auch nicht weiter. Nee. Muss man immer so ein bisschen gucken. Und irgendwo sind uns 4 Pigments gerade abhanden gekommen. War die Erdbeere. Uns fehlen 4 Pigments. Das gibt's ja nicht. Da war Brötchen die drin. Oder haben wir 4? Entweder haben wir 4 verloren, oder? Also 4 verloren im Kampf, oder uns fehlen tatsächlich 4 Pigments. Ich laufe nochmal zurück zum Boss. Aber die haben doch irgendwie Zeug auch transportiert. Die Zwiebel hat doch keine ausgespuckt, keine neuen zum Pflücken. Nee, stimmt, dann müssen die irgendwo sein noch. Ich geh mal zurück, wo der Boss war, nicht, dass die irgendwo rumstehen. Na, mal halt, wo nicht gesagt, man kann auf der Karte mit dem komischen Koppel irgendwie gucken, wo die sich befinden oder so. Ja, stimmt. Und guck doch da mal nach. Oh, das war's nicht. Minus war das. Da fickt wahrscheinlich das Dings. So, faulenzend, ja. Ja, 4, nur wo? Das kann ich, glaube ich, jetzt nicht nachgucken. Kann ich auf der Karte gucken, wo die sind? Vielleicht kann man die hier irgendwo erkennen. Ich bin doch gut zu wissen, wo die rumgammeln. Irgendwie schon. Wurde nicht gesagt. Ah, da! Oder nicht? Keiner. Wurde nicht gesagt, man sieht auf der Karte, wo die Pigments sind? Weil der Meinung ist, wurde gesagt, man sieht auf der Karte, die Pigments sind. Da stehen doch 4 rote Punkte, also müssen die das doch sein. Ja, dann gehe ich da was mal gucken. Die müssen mir eigentlich mit auf den Weg gekommen sein. Weil, wie gesagt, ich meine, dass er da steht, dass man auf der Karte auch sehen kann, wo die sind. Ach hier, ja. Das sind die du wahrscheinlich zum Transportieren da geworfen hast. Ja, das kann sein. Die aber einfach keinen Bock hatten. Frage ist allerdings nur, wir haben jetzt fast den ganzen Tag noch Zeit und wir haben... Wir wissen gerade nicht, wo wir hin sollen. Das ist so ein bisschen. Nee, da kommen wir noch nicht lang. Da haben wir nicht die richtigen Pigment vorbei. Also alles, was mit Strom ist, haben wir jetzt gerade schädliche Karten. Ich glaube an sich. Ich glaube an sich, das würde sonst viel zu lang dauern, wenn ich jetzt hier. Hier oben könnte es vielleicht lang gehen. Obwohl, soll man da schon tatsächlich lang? Keine Ahnung. Ich kann ja mal probieren, dich da hochzuwerfen, okay? Saune Strom. Ich werf dich mal da hoch, mal schauen, was geht. Nee, geht nicht. Entweder habe ich gerade mich nur blöd. Ja. Oder die Charaktere sind dafür zu schwer und kommen da nicht hoch. Nee, der kommt da nicht hoch. Pigments können da zwar hoch, aber. Kannst du ja wieder ein paar Pigments schnappen? Jetzt hast du alle Steinpigments, ich habe alle rote. Ist auch okay. Aber wir sind halt so, bleiben wir jetzt zusammen. Da oben kommen wir, klinge ich auch noch nicht wirklich viel, weil es bloß eine Abkürzung, oder? Weil du siehst ja da auf der Karte, ja. Der Weg da ist. Da könnte vielleicht eine Frucht oder so hinterliegen, weiß man. Obwohl, nee, oder? Man kann ja mit der Kamera, das scheint irgendwie auch nichts zu sein da oben. Nee, da selbst bin ich. Scheint vielleicht nur eine Abkürzung. Hier kommen wir auch nicht durch. Hochspannung. Nee, du bist ja da, ich glaube, das ist echt einfach nur eine kleine Abkürzung oder so. Ja. Kann ja sogar echt sein, dass wir jetzt hier sogar echt nichts mehr zu tun gibt für uns.
Wir sind zu gut und zu schnell. Ja, alleine wär's wirklich vielleicht ein bisschen schneller. Schau grad mal. Da kann man mit zu zweit auch viel schneller durchbekommt als ja. Alleine. Also ich sehe gerade wirklich nur überall Hochspannungsdinger. Da kommen wir nicht vorbei. Hier sind wir hier schon wieder da, wo wir Blödsinn gerettet haben. Das ja, hat... so groß, so riesengroß ist das Gebiet ja nicht. Ja, aber wir kommen ja auch nirgendwo. Also zumindest da, wo wir bis jetzt lang gehen können. Ja. Da dürfen wir jetzt überall gewesen sein, würde ich mal meinen. Ich glaube, das war die Höhle, wo wir die... Ja, hier haben wir die Steinpigments, glaube ich, gefunden gehabt. Ja. Da kommen wir auch nicht weiter. Nee. Ich glaube, wir können hier gerade erstmal echt nichts mehr machen. Rein theoretisch können wir auch den Tag beenden. Ich glaube, man kann das auch machen. Ja, denke ich, sinnvoll. Also wir war es nochmal alles abgelaufen. Die Zweiten kriegt man da nicht hoch, weil sie zu schwer sind. Und die brauchen wir andere Pigmen. Da sind auch Steine, da kommen wir auch nicht durch. Das hieß überall nur Strom und Strom. Ich sag ja, und hat das keinen Zweck. Dafür bräuchten wir Charlie und den haben wir noch nicht. Ja, nicht Charlie, sondern immer andere. Also ja, du hast ja schon mit den. Man hat ja schon die Pigmente gesehen gehabt, wo man sich denken kann. Ich meine, wenn rote Feuerresistenz ja, sind, ist ja eigentlich klar, wo gegen die gelben Resistenz sind. Ja. Das ist eigentlich kein Geheimnis. Nee, da hast du nun wirklich recht. Nö, da gibt's wirklich nichts mehr. Ich meine, was sollte denn bitte schon sonst denn machen? Lichtresistent oder was? So. Tag beenden. Ja. Du müsst ja eigentlich, bleibt das ja, bin ich der Meinung, gespeichert. Aber du sagst, Tag beenden hast du früher beendet gehabt, den Tag. Denke mal, also ich habe ja alle Pigmen. Wollen wir alle Pigmen auch bei uns haben? 65 habe ich, du hast 35, sind 100, also haben wir. Ja. Dann mache ich meinen Tag beenden. Diesen Tag beenden? Ja. Denke. Weil sonst, wir können anscheinend nichts mehr machen. Ist ja auch nur unnötig, ist eigentlich auch nur mehr Zeit, die man da braucht. Ich glaube 10 Minuten oder so, wenn wir nur hier rumstehen und nichts machen können, ist ja auch für euch langweilig. Ja, das ist ja auch heute einen Tag beenden. Sonst bin ich schon überlegen, ich weiß nicht, wie es mit dem aktuellsten Zeitpunkt aussieht, wie das Rennen. Vielleicht mache ich sogar, bis Pikmin kommt, sogar die Parts, die wir jetzt gerade aufnehmen quasi, die Demo, dass ich die dann so Tage bevor Pikmin kommt, ja, hochlade. Ich habe wieder nichts für euch. Also, seitdem du mit dabei bist, sterben bei mir echt weniger Pikmin. Sie sagt mal gut, ich habe ein paar irgendwo rumgehangen, aber also, wir haben noch keine Verluste. Nee. Hihihi, ich entdecke für mein Leben ja neue Früchte. Hast du eigentlich schon mal Drachenfrucht? Magst du das eigentlich so? Also ein Eis habe ich ja schon gegessen gehabt. Oh, wir haben aber mal welche zum Probieren gekriegt, aber die hat irgendwie noch gar nichts geschmeckt. Pur habe ich die jetzt auch noch nicht gegessen. Drachenfrucht mit Erdbeere. Schmeckt noch was, aber die ich mal zum Probieren bekommen habe, die hat nicht halt so viel geschmeckt. Denn die wird ja hauptsächlich bei Eisbällchen so zu Deko-Zwecken verwendet. Weil ist auch sehr teuer, glaube ich. Ich glaube Drachenfrucht mit Erdbeere schmeckt auch ruhig. Die hat aber auch irgendwie Saft. Ja, die sind auch groß. Wow, 2,5. Milde Bestie. Das sind Drachenfrucht, die sind schon. Ja. Das gibt heute ein Festmahl. Trotzdem schlürfen wir doch hier das ekelhafte Zeug, was wir mitgebracht haben. Eigentlich können Säfte gar nicht so lange halten. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Also wenn wir ehrlich sind, wenn wir so einen Saft pressen tun, der hält keine eine Woche durch, bis man den, dass man ihn noch trinken kann. Der gärt ja bis dahin. Ja. Dann kannst du Alkohol. Die sind alle dicht, ja. Wow, wir haben mittlerweile mehr Steinpigmen als rote. 92 Stein, 89 rote. Ja gut, Steinpigmen brauchst du ein bisschen, aber ist in Ordnung, ist eine gute Bilanz. Ja, doch kein Tode! Ist der sagt jetzt, denke ich, ja. Es gelang uns, das von der Kreatur verschluckte Kommunikationsterminal zu bergen. All scheint Teile davon verwenden zu können, um die Scanner der Drake zu verbessern. Da er dermaßen seine Basteleien versunken ist, schreibe ich heute den Bericht. Aber nur aus dem Spice, denn diese Ausgabe lässt sich auf sicher nicht nehmen. Ich finde es eigentlich schön, wenn wir alle drei mal so ein bisschen Bericht schreiben, weil jeder hat ja auch so ein bisschen eigene Karten, die lesen ja auch die Berichte mal ganz anders. Du kannst nun eine besiege die Boss-Mission gegen die Panzerfüßler antreten. Jetzt irgendwann noch sozusagen einen kleinen Boss-Rush oder was oder wie. Also ganz im Ernst, das Spiel bietet echt sehr viele Neuheiten, also schon. Wenn jetzt jemand sagt, der bevor er versucht, eine Viewer zum Land zu kommen, ja, lieber die Version. Die Demo-Version endet hier. Spannend dann, die Demo-Version könnte in Vollversion ertragen werden, wenn du deinen Fortschritt beibehalten möchtest. Ja gut, dann machen wir es wahrscheinlich so. Ich hoffe, ich kann danach auch die Demo-Version dann löschen. Nachdem du sozusagen die übertragen hast. Ja. Da hoffe ich ja schon, aber lasse ich die so lange jetzt drauf. Ja.
Und damit haben wir die Mission. Als Bonus für deinen Sieg über den Panzerfüßler werden in der Vollversion zusätzliche Missionen sowie der Schwierigkeitsgrad ultra motiviert freigeschaltet. Ich stell mir schwierig schon eklig vor, bei denen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht machen, ich glaube, ich weiß nicht, ihr könnt das ja, keine Ahnung. Ja gut, wenn ihr schreiben tut. Ja, ich veröffentliche ja die Parts, bevor das Spiel rauskommt. Schreibt mal rein. Ich würde aber gerne mal wissen, was ultra motiviert eigentlich ist. Titelbildschirm, das würde ich gerne mal wissen, was wie ultra motiviert halt ist, ob der wirklich. Naja. Und der Titelbildschirm sieht schon tausendmal hübscher aus. Ja. Das Wasser ist hübsch. Aber mein Lieber, ich muss wirklich sagen. Ich würde mal kurz gucken, ob irgendwo steht. Na gut, kann man zurückmachen. Egal. Also, ich muss wirklich sagen, die Deluxe-Mission ist einfach nicht ein stumpfer Port, wo einfach gesagt wird, da genommen, zack, raufgepackt. Fertig. Also sieht grafisch tausendmal besser aus. Grafisch ist schon mal tausendmal besser. Ich glaube, manche Mechaniken wurden noch ein bisschen, glaube ich, neu gemacht, spielende Mechaniken oder nicht. Es gibt einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, konnte man sich die überhaupt denn aussuchen? Nee. Also vorher in Pikmin 3 gab es den nicht, den Schwierigkeitsgrad und eben aussuchen. Weil wenn man den ersten schon mal gespielt hat, dann kann man den ja, sag ich mal, gleich sein. Dann mache ich ihn natürlich gleich auf schwer oder so. Ja, wir sind natürlich ein bisschen der Noobs. Also, vor allem ich. Ja, ich habe das ja auch nur mal ab und an mal gestreamt gehabt. Also ich würde sagen, mit den normalen sind wir, glaube ich, erstmal gut bei dran. Ja. Den Schwierigkeitsgrad können wir auch gerne mal irgendwann nochmal zusammen machen. Ist kein Ding, wegen, weiß ich was, ein, zwei Jahre später vielleicht normal als Let's Play oder als Stream-Projekt. Ja, aber das ist keine Challenge schon oder so. Ja, also das kann man, glaube ich, auch mal machen. Aber erstmal auf normal, denke ich mal. Ich glaube, das ist so am besten. Aber ich muss sagen, dass die Deluxe-Variante ist nicht einfach stumpf Deluxe. Zack, boom, da habt ihr. So wie Mario Kart Deluxe, wo wirklich so die DLCs. Da waren ja nur die DLCs damit drin. Im Prinzip rein anderer Battle-Modus, also dass du halt richtige Arenen hast, nicht auf den Strecken fährst und überhaupt. Ich glaube, noch ein, zwei neue Charaktere sind dazugekommen. Ich glaube, Katzenmann und Katzenbüchchen, ich weiß aber jetzt auch erst nicht mehr. Und generell, sage ich mal, auch gute Kampf-Dinger, sag ich mit Räubern. Ja, aber. Aber hier merke ich schon deutliche Unterschiede. Und Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst Like da, kommentiert bitte. Und wenn ihr euch darüber freut, dass Lino und ich das in Koop-Modus machen als Display-Projekt, dann unterstützt bitte das Projekt, würde mich sehr freuen. Unterstützt uns mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, meine Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann und wir sehen uns dann bei Folge 4 höchstwahrscheinlich oder so. Ja. Also, bis dann. Ciao. Ciao.